Es geht um eine brandneue gemeinsame Operation von uns und Langley. Sie nennen es Task Force Blackbird. Ich werde etwas Zeit brauchen. Komm wieder auf die Beine. Und zwar schnell. Die Welt geht vor unseren Augen zugrunde. Wie es aussieht, kriegen Voodoo und die Jungs viel zu tun. Ja, er ist dabei. Stomp. Heute. Okay, wie ist die Lage, Voodoo? Die Piraten haben sich den Kapitän geschnappt, während wir an Land waren. Sie wollen Geld wie immer. Lass mich raten, sie kriegen keins. Diesmal nicht. Wir dürfen sie töten, falls der Captain unmittelbar in Gefahr ist. Sind drei Typen mit AKs in einem Rettungsboot keine unmittelbare Gefahr? Hey, was soll ich sagen? Da denkt wohl jemand, es gibt eine legale Lösung des Problems. Die Skinnies werden nervös, Voodoo. Sie pöbeln den Kapitän an und streiten sich. Das ist nicht gut. Roger. Nervosität bedeutet Bewegung. Bewegung bedeutet Gelegenheiten. So sind die Einsatzregeln. Wir können warten. Achtzehn Stunden später. Tick, auf mein Zeichen feuerst du eine Leuchtkugel ab. Sobald die Kerle auftauchen, erledigen wir sie. Jetzt. Stump, wir nehmen uns das Ruder aus vor. Zinko, du sicherst die Buglucke. Verstanden. Stump, ich übernehme den Kerl links. Du den der Kabine festhält. Stump, gib das Signal. Und... Zack. Getroffen. Beim zweiten Schuss. Ja, ja. Der wäre down. Raste halt aus. Gute Arbeit, Jungs. Schicken wir ein Team da raus. Mann, Stamm, was für ein Schuss. Auf Infrarot keine Bewegung. Captain, sind Sie okay? Alles klar. Drei bestätigte Tote, Voodoo. Ist hier gesichert. Er scheint okay zu sein. Ein paar Kratzer, geht's ihm gut. Bringt ihn an Bord. Der Doc wird ihn sich ansehen. Gute Arbeit. Roger, willkommen. So, bist du also knifflig im